06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Trainer, die Zeit rennt. Das letzte Spiel des Jahres ist es schon ein Jahr, das ja spektakulär begonnen hat, damals der 4:0-Sieg gegen Aachen. Sind bei dir im Moment mal so Momente, wo alles nochmal irgendwie durchläuft? Ja, bin ich ehrlich, passiert jetzt gerade in diesem Moment, wo ich gerade mal wieder festgestellt habe, dass das unsere letzte Pressekonferenz war in diesem Jahr. Ich habe alles noch vor Augen. Ich meine, gerade es wäre gestern gewesen, als wir die erste Pressekonferenz dann hatten und das Aachen-Spiel vor der Tür stand und wir alle so angespannt waren und wussten, wenn wir da verlieren, dann wird es vielleicht nochmal spannend, haben wir nicht gemacht, und so hat sich das Ganze durch das ganze Jahr durchgezogen. Haben im Jahr 23 zwei Heimspiele nur verloren, also viele schöne Momente hier, muss man echt sagen. Und dann geht es einem schon mal nochmal durch, ja, bin ich ehrlich. Die Zeit rennt auch, ihr wart gefühlt gerade noch in Unterhaching, jetzt ist schon das nächste und gleichzeitig letzte Spiel. Wie habt ihr die Minuten in Unterhaching aufgearbeitet? Wie ärgerlich war manchmal einfach die Videoanalyse? Boah, die Videoanalyse hat teilweise echt wehgetan. Wir haben es auch versucht, so zu halten, dass da niemand irgendwie diskreditiert wird oder sonst was. Ist nicht unsere Art. Wir haben viele positive Dinge angesprochen, weil wir sehr viel Gutes gemacht haben in diesem Spiel. Echt ein tolles Spiel gezeigt haben. Hat auch für mich gezeigt, dass nicht immer der Bessere gewinnt. Dieses Spiel hat nicht der Bessere gewonnen. Es war so. Und wir vielleicht da einen Ticken daran lernen oder daran wachsen können und daraus zu lernen, dann eben noch mehr diesen Killerinstinkt zu entwickeln, um so eine Mannschaft dann auch einfach dann zu besiegen. Und das ist so was, was uns so ein bisschen fehlt. Trotzdem, dieser spielerische Ansatz, den wir gewählt haben, ist top. Und den Weg wollen wir auf jeden Fall weitergehen. Mit dem Spiel ist auch schon wieder die erste Halbserie um. Wie zufrieden ist der Coach mit seiner Mannschaft bisher? Ja, ich glaube, wir haben so viele Umstände, die du beachten musst. Ausfälle, Spieler, Verletzte, Kranke, es war immer wieder irgendwas Neues, es hat sehr viel Aufwand gekostet, Energie gekostet, immer wieder neu einzustellen. Das haben wir sehr gut gelöst, finde ich. Die Jungs haben alles gegeben auf dem Platz, wir konnten es immer wieder gut kompensieren, auch jetzt in Unterhaching, Preisinger und Bazzoli weg, Woten weg, Max Schulzenius weg, Thomas Kock weg, also das sind schon richtig gute Spieler, gute Jungs, und deshalb bin ich froh, wenn wir sowas auffangen können. Leider nicht mit dem passenden Ergebnis, aber ja, wenn du die ganzen Umstände jetzt siehst, auch die letzten vier Spiele, haben wir jetzt drei Auswärtsspiele, könntest auch drei Heimspiele haben. Ich glaube, dann, wenn du unsere Heimsteige kennst, dann wäre das vielleicht auch nochmal anders ausgefallen. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich sehr, sehr zufrieden, wie wir uns entwickelt haben, dieser Schritt nach vorne gemacht haben. Wir sind jetzt eine Liga höher, wir haben vor einem halben Jahr noch in der Regionalliga gespielt. Darf man alles nicht vergessen, immer schön demütig bleiben, sauber und klar im Kopf bleiben, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass das alles sehr harte Arbeit ist und dass wir echt eine entwicklungsfähige junge Mannschaft haben. Dann Blick auf das Spiel gegen den BVB. Was erwartest du vom Duell und was braucht es vor allem von euch? Also ich erwarte erstmal von Dortmund eine starke Mannschaft, die Bundesligaspieler in den Reihen hat, mit Pohlmann oder auch mit Hetwer. Das sind für mich echte Erstligaspieler, große Qualität. Wir brauchen auf jeden Fall eine hundertprozentige Defensivleistung, maximale Kraft, maximale Qualität in den Zweikämpfen, sonst wird es schwer. Diese Duelle, wenn du die verlierst, diese Geschwindigkeiten, die vorne haben, das musst du auffangen. Im Gegensatz dazu natürlich immer wieder unsere Chancen nach vorne suchen, mutig sein, genauso wie in Haching auch. Wir hatten so viele Chancen, und wenn du, eins ist auch klar, wenn du immer so spielst, wirst du auch ein paar Spiele gewinnen, und das wissen wir, und vielleicht ist das morgen schon der Fall.